Hi, herzlich willkommen zurück bei Dungeon Defenders. Mein Name ist Losi. Mein Name ist Kilt Kaios. Der Stecher. Richtig, der Stecher mit der 18 Unterhose. Und wir befinden uns jetzt in der Bosswelle. Ja. Hier im Thronsaal. Und ich bin extrem gespannt. Gehst du hinten in die Ecke? Ja, ja, ich gehe wieder da, wo ich gerade war. Alles klar. Ich versuche hier so ein Dann bisschen Stellung zu halten. Ja, okay, ready. Kommt jetzt der Boss. Oh mein Gott. Drück mal H. H? Hm. Ah, cool. Das ist gut für Thumbnails. Das ist wirklich gut. Das hätte ich mal früher wissen müssen. Aber ist nicht schlimm. Nein, nö. Ich benutze eh die In-Games-Thumbnails, also In-Games ausgerechnet selten. Oh, da ist schon. Da ist er ja schon wieder der Ogre. Ich hier, ne? Der ja. Ogre ist aber nicht der Wolf. Ja, nee, ich weiß. Bei mir sieht es noch ganz gut aus. Die Kleinen sind tatsächlich die, die mir momentan am meisten Ärger machen. Wow, eieiei, noch ein Ogre. Ja, der ist Ach, die Scheiße. Ninja, hier ist ein Ninja bei mir. Ach du Scheiße, ich krieg das gar nicht alles geändert. Viele Ulvern da sind. Du fetten Scheiße Ogre noch. Fette Scheiße Ogre. Die Ulvern. Komm schon, du musst leider drauf gehen. Das kann natürlich gleich. Ui, was macht der Ogre jetzt schon wieder? Der geht schon wieder dahin, wo er nicht hin soll. Oh, boah, der haut drauf. Der macht viel mehr Schaden als der andere. Scheint tatsächlich sogar zu variieren zwischen den Level. Und zwischen den Runden. So, wir haben noch nicht die Hälfte. Wir haben gerade ein Drittel. Und ich bin gleich tot. Ja. Boah, die Ninjas machen viel Schaden, ne? Der Hammer. So, okay. Boah, was ist denn los? Boah, diese dummen Schamanen, ey, die sorgen mich für Ärger. Boah, fuck, ey. Hier geht's aber jetzt echt übel zur Sache. Mein Gott, nee. Ich muss mir sagen, mal ist der Ogre tot. Ich glaube, der Ogre wurde von meiner Apfelblockade gekühlt. Oh, da wird er. Boah, Leute. Okay, hier ist aber echt. Das Tal ist erstmal sicher. Hälfte ist geschafft. Kommen keine Ogre mehr. Das Schlimmste haben wir hinter uns. Jetzt kommt doch noch ein Boss. Ah, nee, der Boss, ja. ich habe nichts gesagt. Boah, wie wir den down machen wollen. Weiß ich auch nicht. Vor allem, wir sind zu zweit und unsere Methoden, naja. Vor allem, ich hab noch nie gegen den gekämpft in einem Spiel, wo der nicht direkt one-hitted wurde. Ach, scheiße, echt? Das heißt, ich weiß überhaupt nicht, wie man den am besten down kriegt. Also, ich kenne sogar eine Schwachstelle aus dem, was die da immer zeigen, so als Tipp. Ja. Aber wie lange es dann tatsächlich dauern wird, den Daumen zu kriegen, kann ich gar nichts mehr hören. Irgendwie geht's unserem Kristall schlecht. Ja, aber das sind eben diese kleinen Viecher, die den ab und zu mal durchflutschen. Oder ein Dover, der aus irgendeinem Grund durchgeflogen kommt. Oh, da hinten kommt er wieder, der Ogre. Der Ogre kommt, was? Wo kommt ein Ogre? Oh, tatsächlich, da hinten ist ein Ogre. Ja, ich hab hier noch einen. Ich bin den die ganze Zeit schon am Bearbeiten. Oh, lebt meine eigentlich nur noch Freistunden, ne? Oh, jetzt wird's aber langsam eng, ne? Oh, jetzt wird sie langsam richtig eng. Das sagte ich doch. So, ich hoffe, meiner hier hat noch 16.000. Komm, es leben keine 10 Stück mehr, das kann jetzt nicht. Hauptsächlich Schamanen. Boah, gibt der Ogre noch? Ja, ich bin hier noch am Bearbeiten. Ja, der Ogre und noch so ein blöder Bogenbeschütz, ne? Ah, ja, und noch hier ist noch ein Ogre. Oh, voll getroffen. Ja, interessiert dich gar nicht für mich. Was? Ich muss mich mal teilen hier oben. Oh, ich hab ein 53 Leben. Oh, sehr gut.
Irgendwas lebt noch, irgendwas lebt noch. Ja, jetzt da. Nicht mehr. Alle Spieler und Kristall geheilt, Gott sei Dank. Ey. Der Boss erscheint. Okay, jetzt müssen wir hinne machen. Und zwar so schnell heilen, wie es alles reparieren, wie es geht und bauen, wie es geht. Hier, du musst unbedingt so, Verteidigung fuck, fuck, hin. Fuck, fuck, fuck. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja. Danach hier. Okay, okay, Leute, das wird jetzt echt tricky. Wir müssen uns echt auf den Boss eigentlich konzentrieren, aber das ist fast unmöglich bei so einem Ansturm von Gegnern, die jetzt noch kommen werden. Okay. Ja, siehst du, das ist mein Ding. Gleich an die OB angewählt. Das war ein cooler Weg. Ja, das scheint seine Schwachstelle zu sein. Okay. Scheiße, Losi. Gott, hat das hinbekommen? Echt. Wo ist der? Der ist bei dir. Okay, der hat nicht so viel Leben. Geh auf ihn. Ich komme, ich bin ein sehr langsamer Ritter. Ja, doch mehr Leben als man zuerst denkt. Scheiße. Ich schnetzel mir gerade den Weg zu dir. Boah, der hat noch geschossen. Aua, auf die Kante reichen, dummer Boss. Okay, ich verteidige mal unseren Kristall kurz. Der Boss kriegt einigermaßen was ab. Nicht so viel, aber einigermaßen. Aber warum macht er denn so viel Schaden? Alter, der Ninja ist einfach mal in unseren Kreis hier reingesprungen. Du kannst du vielleicht ein paar Scorpions da bauen, wo der Boss gerade ist, in die Richtung. Klar. Okay, warte, hier ist Mana für dich. Nee, hier einfach. Komm, komm mal hier durch. Oh. Hier auf dem Boden ist in Ordnung. Einfach hier ein Scorpion hin. Ja, einfach damit er was, damit er auf die Fresse kriegt. Oh, ich bin tot, scheiße. Okay, der rückt vor, das ist ein bisschen. Oder ich ziehe ihn jetzt, dass er bekommt Schaden. Ich komme mit in den Kristall und wir müssen irgendwie gucken, der Boss fernzuhalten in irgendeiner Form. Ah, vielleicht ist er jetzt, hat er nur noch so viel Leben wie ein Ober. Scheiße, der greift mich an, wenn ich baue. Das ist ein echtes Problem. Ich versuche mal aufzuwerten, Der Kristall. Okay, oh, da gehe ich hin, da ich bin den Kristall. Und ein paar Arschlöcher. Ein paar viele Arschlöcher, wo wir mal. Aber die Grundverteidigung steht noch. Ich hau hier immer drauf, sobald es geht. Ja, ja, der hat nur noch 18.000. Das ist ganz gut, oder? Ja, gleich haben wir einen. Ich verpiesel mich immer hier in die Ecke, heile mich und dann gehe ich wieder zu ihm. Das ist eine sehr gute Taktik. Ja. Wie sieht's mit den Kristallen aus? Ich gucke mich an. Es sieht noch ganz gut aus. Wenn ich ehrlich bin. Also, ich krieg ihn noch verteidigt. Die unsere Notfall, Abwehr tut ihren Zweck. Hier. Oh, 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 weg hier. Bobby, wir wollten jetzt eigentlich mal ihren Zweck tun und den Boss abziehen. Hey, scheiße da. Hey, die hindern mich hier. Der macht so Schaden, Junge, der macht so Schaden. Aber der Boss hängt hier hinten bei mir fest. Ey, ist jetzt hier noch ein Ninja, ich werde klopfen. Piesel dich, du. Dem Boss geht's schlecht. Dem Boss geht's sehr schlecht. Ja. 6500 noch. Das ist ja... Das ist gar nichts. Gelacht, wenn wir das nicht schaffen. Ey, das wär's wirklich.
platten Sackgesicht. Ja, der geht down, der geht down. Unter 3000, unter 1000. Ja. Besiegt! Hahaha, alle besiegt, alle kaputt. Yeah. Oh. Meine Güte, und das ist nicht mal ein Kampf, Mann. Yeah! Der Aufstieg. Verfügbare Punkte 8, sehr gut. Da gibt's immer was mehr von allem. Oh, das war jetzt mal was. Aber wir haben es geschafft. Mhm. Leute, das war doch mal ein heftiger Boss, oder? Ja, aber es ging eigentlich, es ging. Ja, ja, zum Glück ist er nicht vormarschiert. Ja, ja, hat sich ja hinten festgebissen. Mhm. Da gucke ich mal gerade hier schön nach Items, aber es werden mir kaum Items angezeigt, die gut sind. Für mich. Ja, mit ein paar. Gucken wir mal da hinten. Da liegt da der kaputte Boss. Haha. Ja, das, endlich ist er besiegt, der Arsch. Ich eine neue Waffe hier. So. Schön. Können wir auf den draufklettern? Mache ich den, benutze ich den als Thumbnail. Komm mit drauf. Komm ein bisschen zu mir. Ja, so ist perfekt. Kriegst du die Kamera so gedreht? Ja, ja, mit Q. Ach, mit Q. Ah, perfekt, geil. Ja, und... Taking a picture in 3, 2, 1. Alles klar, ja gut. Dann war's das. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen, liebe Leute. Der Lusi und ich, wir beenden jetzt unsere gemeinsame Aufnahmesession. Ja. Aber es ist ja nicht auszuschließen, dass es nicht vielleicht irgendwann mal hier weitergeht. Ihr müsst euch das einfach so vorstellen, wie eine Serie. Die wird auch ausgesetzt für irgendwelche Zwischenfälle. Genau. Irgendwann kommt die dritte Staffel quasi. Genau. Und dann geht's weiter. Wann das sein wird, das weiß ich noch nicht, aber ich möchte gerne wissen, wie es hier weitergeht. Das macht nämlich auch ziemlichen Spaß. Also ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es weitergeht, aber es wird noch etwas dauern. Lusi, vielen Dank, dass wir das zusammen gespielt haben. Ich bedanke mich. Alles klar. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Dann würde ich sagen, Leute, lasst eine Bewertung und einen Kommentar da und dann sehen wir uns in einem anderen Let's Play. Schau doch mal beim Kaius vorbei, für die bei mir zu gucken. Und umgekehrt natürlich auch sehr gerne. Und dann ciao. Ciao.